Beziehungsweise die Erft hat mittlerweile die Breite vom Rhein. Das ist normalerweise ein kleines Flüsschen und Bach, kann man schon fast sagen. Und das hat, die hat die Breite vom Rhein. Das ist also der blanke Wahnsinn für die Leute, die das nicht wissen. So, das ist, das Ahrtal sieht aus wie nach einem Bombenangriff. Also standene, erwachsene Menschen und haben gesagt, wir haben gedacht, ihr habt uns vergessen. Oder wir haben gedacht, dass ihr denkt, wir wären alle tot. Die haben nichts zu essen und nichts zu trinken gehabt. Und als Aussage kommt, ja, es war keine Straße da. Querdenker und Verschwörungstheoretiker scheinen die Notlage der Menschen im Norden von Rheinland-Pfalz auszunutzen. Alles ist möglich, wenn wir mehr tun als gewöhnlich. Nichts schlägt stärker als das Herz eines Freiwilligen. Wir baggern, schaufeln Tag und Nacht, es ist unglaublich. Danke, danke. Das sollen Querdenker sein. Die werden verteufelt und verfolgt. Ich habe diesen Wagen gesehen. Dieser Wagen fährt durch die Straße und sagt uns, wo es was zu essen und zu trinken gibt. Ohne den wüssten wir nicht, dass eine Grundschule überhaupt was ist.